meistens kommen sie geballt, alle zusammen. Das soll ja Spaß machen hier, ne? Ganz früher haben wir gesagt, wenn Pfingsten geschafft hast, ist die Saison durch. Zwei Plätze, zwei Konzepte. Camping in Mecklenburg-Vorpommern. In Kühlungsborn 5-Sterne-Luxus. Wenn man dann unterwegs ist, will man ein bisschen Luxus auch haben, ne? Camping am See in Alt-Schwerin. Stil hat man oder nicht? So Leute, was geht ab? Manika und Martin hier. Let's go! Ja, das wäre ein Wunder, wenn alle das machen, was sie sollen. Das wäre ja was ganz Neues. Prost! Direkt am Plauer See an der Mecklenburgischen Seenplatte sein Campingplatz. Michael Hecht. Die 33. Saison liegt vor ihm. Pfingsten, das kennt er schon, wird es das erste Mal voll. Alle 200 Stellplätze besetzt. Gut, passt. Jeder mit Seeblick. Ich hab hier mal Stau. Also ich hätte jetzt die F15 da. Ja, ich bin da. Ich soll kommen. Schau mal durch, weil ich habe hier noch zwei Anreisen. Okay, ich bin hier. Ich hole den ab. Moin, ganz alleine? Nee, der kommt gleich mit der Schwalbe. Ach so. Das ist ja auch schön. Ich stelle mich auf die Ecke und dann so rum rückwärts rein. Der Walter Lutsch kommt mit dem Wohnmobil, ne? Ja, ja, kein Wohnwagen mehr. Gut, okay, dann habe ich alles richtig gemacht. Bis dann, tschüss. Das Chaos beginnt. Wenn wir so Pfingsten hinkriegen ohne größeres Chaos und ohne größere Verluste, also welche Art auch immer, ist Pfingsten, wird die Saison gut. Pfingsten wollen alle los, alle wollen raus und alle wollen an Pfingsten weg. Und das hatten wir zwei Jahre mehr oder weniger nicht. Oder zumindest nur in Ansätzen. Und deswegen ist es dieses Jahr wahrscheinlich noch ein bisschen doller als sonst. Also die ganze Technik, alles was da ist, wird an die Grenze belastet oder darüber hinaus. Und wenn das alles funktioniert und alles hält, dann ist alles gut. GF und Bremerhaven. Das Problem ist, sehe ich gerade, ein Platz ist noch belegt. Ja, zum Pech. So, GF und Bremerhaven. Wo haben wir denn hier abreisen? F10 stehen auf der E25. Und die von A5 sind auch schon da. So, dann ist jetzt... Wer ist jetzt noch gekommen? Wo war das jetzt? Unser Computerprogramm funktioniert tatsächlich elektronisch auf dem Computer. Und da ist jeder Platz markiert mit einer bestimmten Farbe. Rot heißt reserviert, blau heißt belegt, grün heißt, ist nur einer da, kommt irgendwas. Und das Gleiche machen wir hier nochmal in analog. Das heißt, hier ist jeder Platz drauf. Rot heißt reserviert, blau heißt belegt. Wenn der Computer abstürzt, haben wir immer noch mal eine Hilfe an dieser Tafel. Das kann auch nicht schief gehen. Und man kann das natürlich mit einem Blick erhaschen. Wo muss noch jemand hin? Wo ist noch was frei? Das ist schneller als jeder Computer und relativ absturzsicher. 44 Anreisen heute. Jeder Gast soll sich fühlen, als wäre er der Einzige. Das Problem ist, dass überall Autos stehen. Ja, aber wo soll er denn hin? Oder wo? Hier um die Ecke. Hier um die Ecke. Ordnung muss sein bei Michael Hecht. Deshalb ist er am liebsten immer selbst beim Einweisen dabei und kann zentimetergenau mitbestimmen, wer sich wo hinstellt. Wer muss auch weiter rum? Wir weinen schon ganz gut. Für jedes Wohnmobil, jeden Wohnwagen hat er im Schnitt 80 bis 100 Quadratmeter. Das reicht in den meisten Fällen. Die Gerbigs aus dem Kreis Offenbach sind zum ersten Mal in der Region, wollen hier 2 Wochen Urlaub machen mit Motorrad. Oben Schlafzimmer, unten Garage. Das kenne ich nicht so. Seite rein, ja, bei den etwas größeren Wohnmobilen. Die haben an der Seite große Klappe, die stellen es an der Seite rein. Einige haben auch Smart hinten drin, der Wohnmobile. Aber das sind nicht unsere Preisklasse. Jetzt müssen wir extra hier in Plauer am See fahren. Ja. Siehst du mal was genau aus. Ja, halt mal ein bisschen rüber. Jo.
Und das ist Ehrensache in Alt-Schwerin. Wenn der neue Nachbar Hilfe braucht, dann kriegt er sie. Da gibt es andere. Ich glaube, ein Hingucker wäre dann eher ein großes Wohnmobil, wo dann seitlich dann der Ferrari unten rausgefahren wird. Das ist dann ein Hingucker, ein Motorrad an sich, glaube ich. Sieht man vielleicht dann schon öfters mal. Etwa 100 Kilometer nördlich der 5-Sterne-Campingpark Kühlungsborn. Einer mit Animateuren, Malika und Martin. Deswegen kommt gerne vorbei, jetzt an Tor 3 um 11 Uhr mit Strandsport. So, meine Damen und Herren, eine kleine Durchsage. Und zu Pfingsten haben sie 1800 Gäste hier. Aber erst muss es abtrainieren. Deswegen verdien es dir, komm zum Tor 3, dann um 11 Uhr starten wir mit Strandsport. Wir machen gerne ein oder zweimal am Tag so eine Runde. Am liebsten noch mal vor der Mini-Disco, damit wir noch die Kleinen alle animieren können oder vor Festen. Und das zieht. Einmal waren gar keine da und dann sind wir eine Runde gefahren und dann sind die Massen angekommen. Mit 100, 200 Leuten, das war richtig cool. Für die Jungen und für die Erwachsenen. Der gelernte Optiker hat schon 3 Sommer hier als Animateur gejobbt. Seine Freundin Malika Bahir ist zum ersten Mal dabei. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir beginnen jetzt gleich. Auch ihr Chef Gunnar Lange ist schon unterwegs. Letzter Check vor dem Ansturm. Mit dem Trim seid ihr auch schon so weit durch, ne? So ein paar Restarbeiten heute noch, ne? Das sieht schon ganz gut aus. Ja. Nach Pfingsten können wir dann die Hecken schneiden. 240 Wohnwagen und Mobile allein heute. Ja, also es ist extrem gestiegen, ne? Deshalb haben wir auch einige Bereiche umgebaut. Haben uns natürlich auch wieder darauf eingestellt, dass es eben immer weniger wird mit den Zelten. Die Verweilzeit von den Zelten nachher, die war schon sehr kurz. Ne? Das sind so 6 Wochen vielleicht noch gewesen, wo du sagen konntest, wir hatten so eine Zeltwiese mal gehabt. So, und ja, das lief gar nicht so. Und wo wir uns dann nachher entschlossen haben, die eben umzugestalten, umzubauen, wo jetzt eben doch mehr Wohnmobile stehen, weil die Nachfrage da eben viel, 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 viel größer ist. Guck mal hier, die Straßeneinläufe, die müssen wir auch noch mal ein bisschen machen. Ja, aber jetzt die Kehrmaschine durchjagen. Cool. Dann mir einmal folgen, bitte. Die Animateure Malika und Martin haben 7 Gäste zusammengetrommelt zum Strandsport. Im Sommer geht ihr Arbeitstag oft von 10 bis 22 Uhr. Ihr könnt eure Schuhe gerne ausziehen, wenn ihr wollt. Vielleicht ist das doof mit dem Sand. Okay. Seit einem halben Jahr sind die beiden ein Paar. Ostern haben sie beschlossen, wir kündigen beim Optiker in Hamburg, gehen als Animateure nach Kühlungsborn. Genau, kommt. Perfekt. Ich stecke da mal ein paar Matten hin, falls jemand möchte. Vorne. Ich glaube, die Möglichkeit, einfach so viel Zeit miteinander verbringen zu können wie möglich, weil in Hamburg, wie gesagt, 50 Stunden nur für den Job unterwegs gewesen. Hier arbeiten wir zusammen, wir haben unsere Pause zusammen. Ist schon echt Luxus, glaube ich, haben nicht viele Pärchen. Dann fangen wir an zu stampfen und marschieren auf der Stelle. Okay, 3, 2, 1, los. Squat. Und marschieren. Hampelmann. Marschieren. Squat. Marschieren. Die Animation kostet nichts. Meist kommen Kinder und unter 30-Jährige. Ja, es juckt, aber ich habe mich nicht getraut wegen der Altersgruppe. Ich bin ja Generation über 60 und wenn ich mir da gerade die jungen Mädels so angucke, dann fällt mir das doch etwas an Mut, da hinzuzugehen. Wir machen das aber zu Hause, 2-mal die Woche Reha-Sport für die etwas ältere Generation. Im Urlaub machen wir sowas. Wir sind eine Woche hier, wir machen richtig ja, Gammelurlaub, Sightseeing-Urlaub. Auf Leute eingehen, sie motivieren, das mochte er schon in seinem ersten Job gern. Zieh das linke Bein ran. Also ich mache gerne Sport, gehe auch ins Fitnessstudio. Ich habe immer sehr viel zugenommen über den Winter. Und jetzt durch eine andere Ernährung und ein bisschen mehr Sport mit meiner Freundin, da ist viel besser. 3, 2, 1, gehen runter und laufen jetzt einmal an den Strand. 10 Kilo hat er schon abgenommen. Als Animateur muss Martin fit sein und belastbar. Heute stehen noch Kinderschminken, Minidisco, Fußballturnier und Volleyball am Strand auf ihrem Programm. Keiner war's und niemand hat's gesehen.
Auf dem Campingplatz von Michael Hecht ist schon bei der Anfahrt zu sehen, dass einigen die Routine fehlt. Oh Mann, ey. War keiner, ne? Einmal das Ding ausmachen. Schön, dass es wieder keiner war. Ach nee. Die Schraube hängt daneben. Machen wir nach Weihnachten. Ach nee, nach Pfingsten. Warum auch nicht? Wer ist das? Holger. Ach, Holgi. Hör mal auf. Der kommt natürlich heute mit dem Hänger, wo wir keinen Platz haben, ne? Diese Halunken. Moin, und immer schön nach vorne gucken. Der will Fußboden machen. Über Pfingsten. Ja, toll, ne? Ja. Mann. Letzte Woche hätte er schön machen können. Ne? Aber da war er ja nicht da. Nee, na gut, ist auch genauso Feiertag. Pass mal durch. Müsste doch eigentlich klappen, oder? Holgi gehört zu den knapp 50 Dauercampern. Kommt aus Halle. Warte, Holger. Ja, der geht nicht so weit. Vor einem Jahr hat es endlich geklappt mit dem heiß begehrten Stellplatz direkt am Wasser. Jetzt Feinschliff. Bei uns sind so Wurzeln, du hast ja deine Plane und deinen Teppich und das stört immer beim Laufen. Und so haben wir dann einen ordentlichen Fußboden drin. So, jetzt will ich erstmal ankommen. Da ist er, G10, genau. G10. Wir fangen gleich rein. Ja, kann ich, meine Frau kommt noch nach. Soll ich sie rauslassen? Nee, dass sie einen zweiten Platz kriegen, zweiten Parkplatz wie letztes Mal. Müssen wir auf den Parkplatz stellen. Oder hier. Auf den Parkplatz, ja. Genau. Acht Leute sind sie hier. Statt Pfannen und Töpfe zu schwingen, muss Koch Julian heute Campern ihren zugewiesenen Platz schmackhaft machen. Wir müssen halt alle was tun hier. Jeder ist für alles verantwortlich. Und jeder hilft, wo er kann. Genau, ihr habt den daneben. Ja, fährst genau. Du rückwärts wieder rein, wenn ihr euch auskennt. Ja, Parkplatz ist hier, ne? Genau, Parkplatz ist vorne. Ja. Strom hat sich nichts geändert, Wasser nee. Auch nicht. Okay. Und Hotelgebäude ist auch noch da. Und dann komme ich nachher rein. Genau, wir machen ganz entspannt. Heute kommen noch ein paar. Ja, ja, ist da. Bis dann. Schönen Urlaub. Stammcamper Jens Jesse aus der Nähe von Ludwigslust hat Unterstützung. Mover heißt das gute Stück. Eine Rangierhilfe. Die beste Erfindung für einen stressfreien Start in den Urlaub, findet er. Kein Hexenwerk. Ja, die Dinge sind so schwer, die schiebt man nicht mehr alleine. Das ist Katastrophe. Ich habe das ohne gemacht, da verhungerst du bei. Weil viele Plätze sind sehr eng. Die sind von DDR-Zeiten noch, weil da waren die Wohnwagen halt kleiner. Und wenn du da irgendwo bist, da machst du die Hose. Auf diese Lieferung hat Michael Hecht schon gewartet. Die Aufbackbrötchen fürs Pfingstwochenende. Ohne die wäre er aufgeschmissen. Und ein bisschen für morgen schon in Reserve. Und der große Schwung kommt morgen für Pfingsten. Heute hatten wir, glaube ich, hatten wir heute Kisten, wie viel hatten wir heute? 200 Brötchen ungefähr, ne? Morgen wird es 500. Und dann kommt noch ein bisschen was dazu. Brötchenservice, 7 Tage die Woche. Den hat nicht jeder Platz. Und zack. Dabei sind sie fast so wichtig wie gutes Wetter. Wenn du Urlaub hast und das Frühstück haut nicht hin, ist dein Urlaub im Eimer. Frühstücksbrötchen sind das Wichtigste. Es gibt auch Gäste, die fahren nirgendwo hin, wo es so ein leckeres Brötchen wie gibt wie bei uns. Und es gibt Gäste, die kommen nur wegen der leckeren Brötchen zu uns. Selbst wenn das Bier ausgeht, ist nicht so schlimm, als wenn die Frühstücksbrötchen nicht da sind. Bier bunkert er aber vorsichtshalber auch schon mal. Das Pfingstwochenende soll sommerlich warm werden. Da, der ist schon weg.
Die G3 ist schon weg. Muss ich aber noch mähen. Michael Hecht ist auf seinem Campingplatz alles. Pförtner, Gärtner, Handwerker, Arzt, Polizist. Eben ein Mann für alle Fälle. Gelernt hat er mal Elektriker. Seit der Wende ist er hier der Chef. Zieht nonstop durch. Von April bis Oktober. Wenn alles gut läuft, gönnt er sich in der Woche einen halben freien Tag. Der Campingpark Kühlungsborn ist seit März gut gebucht. So, was geht ab? Hi. Heute klettern wir mal um die Wette hoch. Und wer zuerst oben ist, der hat gewonnen. Und der Verlierer muss den anderen Eis ausgeben, oder? Auch dank Social Media. Martin und Malika drehen TikTok-Clips fürs Internet. Los. Okay. Eins. Eine Viertelmillion Follower hat Martin. Vorher war er auf der Plattform YouTube aktiv. Tada, der König der Welt. Let's go. Jawohl, eins, zwei, drei. Für seine Freundin Malika ist das alles neu. Sechs, sehr gut. Okay, perfekt. Super. Jawohl. Ich frage sie ja vorher und sie hat ja eigentlich Lust drauf. Also hoffe ich zumindest, du hast auch Lust drauf, oder? Dass sie hat Lust drauf, das ist schön. Also den Leuten gefällt es im Internet, uns gefällt es. Und es ist ja auch irgendwie schön, sich das wieder angucken zu können. Weißt du, jetzt wir haben auf der Couch, guck mal, das war ja witzig. Und dann lacht man zusammen, ist auch schön. Wir sind ein bisschen ein außergewöhnliches Paar, aber wir haben ein aufregendes Leben, würde ich sagen. Der DJ ist da. Hey. DJ Carsten. Na, mein Bester? Was ist los? Wach werden, ja. Partyvorbereitungen auf dem Festplatz. Seit 5 Jahren ist Gunnar Lange hier der Chef. Den Platz kennt der Kühlungsborner noch aus anderen Zeiten. Vor 15, 20 Jahren, 20 Jahre so circa, da stand ich an seiner Stelle hier. Und das ist ein altes Hobby halt noch. Das juckt noch ein bisschen in den Finger ab und zu dann mal, ne? Der Ex-DJ und heutige Geschäftsführer guckt schon genau hin, ob alle im Team die Arbeit sehen. Nur so kann es funktionieren. Okay. Man möchte ja helfen, wo man kann. Ja. Macht ja unser Chef vor, dann machen wir es gerne nach. Ne? Moin Chef. Ich brauche deine Hilfe. Klar. Bis zu 60 Mitarbeiter hat Gunnar Lange im Sommer, von der Putzfrau bis zum Platzwart. Und sie alle zusammen haben es geschafft. Beliebtester Campingplatz in Europa, das zweite Mal in Folge, durchgesetzt gegen 23.000 Mitbewerber in 44 Ländern. Den nehme ich weg. Und das Schöne ist, ausgewählt von Gästen in einer großen Online-Umfrage. Hier vor? Ja, na, die nimmt das weg. Ja. Ach so, okay. Das ist ja nur eine Karre, so dass er ordentlich steht hier. Guten Abend. Ich habe euch im Auge. Wir haben schon wieder Falschparker, haben wir nämlich hier schon wieder. Eigentlich war ich gestern schon mal da, dass die hier nicht parken sollen, weil wir die Plätze brauchen hier für spontan anreisende Wohnmobile, die wir jetzt zu Pfingsten sowieso erwarten. Und naja, und dafür muss hier klare Ordnung sein. Jeder hat so seine Parzelle, seinen Platz und es hat halt zu funktionieren. Der Audi ist euer, der andere auch da? Ja. Achso, der andere auch. Ja, schiebt den irgendwie hier noch ein bisschen mit drauf dann. Und weil wir eben schon welche hatten, die wollten. Und dann haben sie die weitergeschickt, weil da welche stehen. Und ich komme mit und ja, da ist ja gar keiner. Ja. Okay, alles klar. Viel Spaß, ne? Dankeschön. Einer kommt da noch hin. Zwei, drei. Ja. Einmal Rezeption. Und an der Boccia-Bahn, da passen noch 3 Wohnmobile hin, aber kleinere, ne? Nicht zu groß. Ne? 6 Meter, 7 Meter, so 7,50 maximal. Okay. Mit 800 Stellplätzen ist der Campingplatz einer der größten in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt sogar eine extra Anreisespur gegen den Stau. Hallo, herzlich willkommen. Hat er Sie durchgeschickt, ja, ne? Ja, wir sollten einmal... Genau. Einmal die Anreisespur vorne, die Kollegen bringen euch zum Platz, ne, und geht euch nachher anmelden. Ne? Super. Super, schönen Urlaub. Ne? Jo, danke. Gunnar Lange hat früher als Tiefbauer gearbeitet, hier die ganzen Wege asphaltiert. Das, was ich gemacht habe vorher, das hat mir auch Spaß gemacht und habe ich auch gerne gemacht, die 26 Jahre lang. Aber ja, ich hatte einfach Bock auf Veränderungen. Über Pfingsten kommen viele Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten seit Jahren. Moin, moin. Danny will ich in Empfang nehmen?
fährst du eine Anreisespur und da ist er schon, genau. Die Wohnmobile im Campingpark werden immer größer, immer luxuriöser. Die Zulassungszahlen von den Wohnmobilen sind in den letzten Jahren so in die Höhe geschossen. Und das haben wir auch mitgekriegt, die Zelte werden immer weniger. Und wenn Zelte kommen, werden sie auch immer größer, die Zelte. Das sind der halbe Wohnzimmer und Ankleidezimmer im Zelt schon. Hier wird jeder Gast zu seinem Platz gebracht. Danny Baumgart ist der Spezialist für die Größten unter den Wohnmobilen. Lang nicht gesehen. Richtig. Ja. Du kommst auf den DR5 oder was? Ja. Bringen wir dich hin. Das ist schön. Platz genug hast du ja für deinen Kleinen? Ich hoffe. Ne? Alles klar, dann fahren wir mal los. Björn ist mit seinem Wohnmobil Stammgast hier. Er kommt fast jedes Wochenende aus der Nähe von Plau am See ans Meer. So ein 10 Meter langes Wohnmobil, ja, für Platzwart Danny nichts Besonderes. Kannst du noch einen größeren kaufen? Letzte Woche hatte ich gerade einen 11,20 Meter. Ne, 11,40 Meter. Noch größer. Das war ein richtiger Bus. Also, der hat hinten seinen Smart drin gehabt. Aber das ist auch schon grenzwertig. Das war wirklich. Den habe ich gerade so raufgekriegt. Er hat sich jetzt, sag mal so, eingelotet. Das machen die anderen zum Beispiel mit Wasserwaage. Drinnen, die Frau guckt, ja, okay. Und er, ja, okay. Dann geht der Mann nochmal gucken, nein, Schatz, das war falsch. Dann muss halt nochmal kurbeln. Wir wollten in den Urlaub. Du konntest nicht in den Urlaub. Und dann haben wir uns vor 2 Jahren, also wirklich, wo es losging, haben wir uns einen Wohnanhänger gekauft. Ich komme gleich. Einen Wohnanhänger gekauft und der wurde dann ganz schnell zu klein. Dann haben wir den nächsten Wohnanhänger gekauft. Und dann haben wir festgestellt, dass man mit einem Auto vom Wohnanhänger schlecht überall hinkommt. Und weil wir nach Italien wollten, haben wir dann gesagt, okay, dann das nächstgrößere. Das ging alles innerhalb von anderthalb Jahren. Ja, da sieht man das noch. Innerhalb von anderthalb Jahren ging das so schnell. Ram war laut. Echt. Den hast du gehört. Ich so, oh, ich mach die Anreise. Und so haben wir uns erst kennengelernt durch den anderen, weil das Teil war 17 Meter lang mit Auto und ja, das war ein bisschen lustiger. Knifflig. Ja. Um ja. Umzukommen. Und das ist eindeutig durch Corona entstanden, ja, definitiv. Nur dadurch. Ja, und jetzt wollen wir nichts anderes mehr. Also das war der Größte. Ich bin so ein Fan von Amis. Ja, und seitdem kriege ich immer die Spezialaufgaben. Die großen Trucks, die großen Autos. Ja, perfekt. Nee, gar nicht perfekt. Nee, bin gar nicht. Ohne Vorzelt und Teppich geht hier nichts. Halt mal fest, Finn. Komplett. Halt mal fest oder stell dich rauf. Wie lang ist denn das Ding? Was, du möchtest ein neues Laufrad da hinten? Guck mal, da liegt das große. Ach so, ja. Franziska muss mit Sohn Finn Hände waschen. Und das ist hier nicht einfach Hände waschen. Die Sanitäranlagen, Wellness-Tempel mit Themenbädern, sogar für Kinder. 4 gibt es davon im Campingpark Kühlungsborn. So punkten sie bei den Gästen. Zwischen 5 und 22 Uhr geht das Reinigungsteam insgesamt 6-mal durch. Wollen wir jetzt warten, wenn er Ostsee laufen geht? 5 Millionen Euro haben sie in die Waschhäuser investiert. Eine Investition, die bei der Online-Umfrage die allerhöchste Punktzahl geholt hat. Auf dem Campingplatz in Alt-Schwerin am Plauer See hat sich Michael Hecht von den Kühlungsborner Kollegen inspirieren lassen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Hey. Das Schöne ist, kleine Kinder mögen ja nicht duschen. Ne, du hast ja normalerweise so Dusche für kleine Kinder, das mögen die ja nicht. Darunter lernen die alle duschen, das mögen die. Wir bauen ja alle seit 30 Jahren immer irgendwas Neues. Kühlungsborn baut das ein bisschen sehr intensiver und ein bisschen sehr schöner und ein bisschen sehr fünfsterniger als wir. Wir bauen das 4-sternig und schreiben uns 3 Sterne an und finden das auch ganz schön. Und da kann man natürlich immer lernen von den anderen. Ne? Auch bei ihm kommen inzwischen größere Campingmodelle an. Oh, Eve, guck mal, so ein Schiff, das passt da im Leben nicht hin. Nee. Warte mal noch einen Moment. Ja, das ist. Ach, der passt da nicht hin.
Platz verlängern geht nicht. Da musst du durch. Vorne was ab oder hinten? Ja? Vorne was ab oder hinten? Warte mal, haben wir erst 4 Wochen? Gar nicht. Gar nicht, okay. Ja? Umtauschen? Auch nicht. Hier bleibt auch alles so wie das. Wir suchen schon. Okay, gut. Der Platz ist einfach zu klein dafür. Ja. Das passt nicht. Und mein Vati ist schon hier und noch ein befreundetes Pärchen von denen und ja. Dann wollten wir eigentlich dahinter stehen. Aber passt sein 8,5 Meter langer Wohnwagen dahin? Wo war denn der Platz? Hier? Also der Bus hier vor dem Jeepsteller. Auf E25. Den Wohnwagen hier noch. Die Jungs, die sagen, die kriegen ihn hier rein. Das klappt doch. Dass wir hier nicht raufpassen, haben sie gesagt. Deswegen wollten sie uns einen größeren geben. Weil da hinten direkt am Wasser, ne? Ja. A10, genau. Glaube ich, oder so. So ist der Plan eigentlich gewesen. Aber irgendwas spricht nur dagegen. Wir sprechen jetzt einfach mal mit dem Ansonsten haben sie gesagt, packen wir das Auto vorne. Nee. Nur den Wohnwagen? Ohne Auto am Wohnwagen kann ich nicht. Quatsch. Das ist ein Gespann, das gehört zusammen. Ja, nee, dann ist gut. Dann schieben wir den hier rein, irgendwie hochkant oder so. Mal gucken. Ja, aber so in der Länge geht es bis da. Nee, das ist doch egal. Das ist doch unten. Das können wir doch hier hinstellen. Wir sind eine Familie. Versicherung sagt 3 Meter dazwischen. Ansonsten zahlt keine Versicherung. Ja, aber wir kriegen das schon hingebaut. Na klar. Wie soll er denn? Einmal noch 3 Meter vorne, so in der Verlängerung von dem. In der Verlängerung von dem? So hier rein. Letzter Versuch. Erst ein Stückchen vor, Wagen abhängen, Handarbeit. Ganz schön anstrengend. Und der Einparkservice der Hecht-Crew hat für Günther auch seine Tücken. Am schlimmsten ist, wenn du jetzt beim Rückwärtsschieben bist und die gehen mit mal bei und ziehen die Handbremse an. Weißt du, was du da für einen Ruck in die Schulter kriegst? Das glaubst du nicht. Na dann rum hier. Stramm rum und schön stramm rum. Und schön hier rum und dicht an das Auto ran. Schön dicht an das Auto ran hier, zack. Noch weiter zu mir. Und wie viele Meter haben wir vorne? Passt. Passt ein Auto zwischen? Ja. Auto passt da hin, ne? Passt Auto quer? Sonst machen wir noch einen Meter nach hinten, geht das? Ja, dann machen wir noch einen Meter. Und noch einen Meter nach hinten? Und... Gut, so passt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er reinpasst, aber wir haben mal vor 2 Jahren die Plätze ein bisschen vergrößert und alte Herren, Langzeitgedächtnis, ich habe mal den kleinen Platz im Kopf. Und dass das passt, ist gut. Hätte ich nicht gedacht. Er hat recht, ja mein Gott, Gäste können auch mal recht haben. Alles gut. Läuft. Guck mal, Paketlieferungsdienst läuft auch. Im Campingpark Kühlungsborn läuft die Animation. Auf die Plätze! Streckt die Hände! Fäuste machen! Daumen hoch! Schultern hoch! Früher haben Malika und Martin 10 Stunden am Tag bei Kunstlicht in einem Einkaufszentrum gearbeitet. Jetzt fast jeden Tag frische Luft und oft Sonnenschein. Ihr Traumjob. Das Schöne an Kindern, wenn du mit Kindern arbeitest, sie sind ehrlich. Sie machen das, worauf sie Bock haben, sie denken nicht nach. Und das ist halt das Tolle an dem Job hier. Acht Animateure haben sie hier in der Hochsaison. Malika und Martin leiten das Team. Die habe ich übers Jahr fest angestellt hier und hier müssen jetzt natürlich machen auch viele Stunden und ja, aber am Ende ist es so, das ist eben halt wichtig, auch eine gute Animation zu haben, gute Leute zu haben und Martin ist eben ein guter Entertainer und hat das Team auch gut im Griff. Können wir mal andersrum? Danke. Bis Silvester ziehen hier alle durch. Dann ist Pause auf dem Platz. Bis Anfang März. Mitten im Trubel, gleich neben der Minidisco, campen die Bayers aus der Nähe von Ludwigslust. Der Dachdeckermeister und seine Frau, Dauergäste in Kühlungsborn. Seit 12 Jahren sind wir Pfingsten immer hier auf diesem Platz. Und es ist schön, weil das sind immer nur 5 Tage
Aber wenn man denn 2-3 Wochen hier ist, dann möchte man seine Ruhe, dann steht man auf anders. Seit 4 Wochen haben sie ihr Traumwohnmobil. Es ist unsere Erfüllung. Ja, und wir sind total glücklich, dass wir ihn gekriegt haben noch. Weil die Lieferschwierigkeiten so schwierig sind im Moment. Und wir wollen ein bisschen in die Welt raus. Nicht nur hier Kühlungsborn, sondern auch mal Richtung Ausland. Österreich, Schweiz. Alles eingerichtet nach ihren Wünschen. Das war uns auch wichtig, dass es ein Queensbett ist und nicht ein getrenntes. Weil es gibt ja, die meisten haben ja in der Mitte so einen Weg, sag ich mal, wo man dann, und dann hat man das Bett links und rechts. Und das wollten wir nicht. Wenn wir die Tür zumachen, hier ist ja die Toilette hinter, dann haben wir ein Raumbad. Weil wenn man dann doch weiter weg ist und unterwegs ist und nichts in der Nähe hat, dann hat man so ein Raumbad und fühlt sich heimisch und kann vernünftig duschen und sich vernünftig waschen. Dann hat man hier so eine Apothekerschränke, wo man so ein bisschen was lagern kann. Hier oben auch, hier ist auch noch. Und dann gibt es immer so eine, also schön. Und den Kühlschrank kann man zum Beispiel auch von beiden Seiten öffnen. Dann hat man hier einen Gefrierschrank oben drinnen. Den kann man auch von beiden Seiten und dann hier noch einen Backofen. Den nutzen wir auch viel, weil wir immer Brötchen aufbacken. Und weil sogar das Internet auf dem Platz gut funktioniert, können der Dachdeckermeister und seine Frau zwischendurch mal Büro machen. Metallbauer Björn hat sein 10-Meter-Mobil sicher eingeparkt. Der Teppich liegt, der Grill steht bereit. Wie alle Gäste bucht er online und bezahlt so. Nur zum Anmelden muss er selbst zur Rezeption. Bis Oktober will er viele Wochenenden kommen und das ist gar nicht so einfach. So. Ich buche normalerweise schon im Januar diesen gesamten Aufenthalt, weil wenn du das nicht machst, ist alles besetzt. Also kommst hier nicht an nichts ran normalerweise. Inzwischen ist sogar der Dezember gut gebucht. Der Chef überlegt auch die letzten freien Monate, Januar und Februar, zu öffnen. Wir buchen mittlerweile schon bis 2026 vor. Das ist tatsächlich schon sehr sportlich. Gerade so die Ferien und die Feiertage, die sind bei uns gute 1,5 bis 2 Jahre im Voraus fast komplett ausgebucht. Kühlungsborn ist einer der Hotspots an der ostdeutschen Ostseeküste. Mehr als 2 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Kulinarik, Kaufen, Kultur. Das Ostseebad bietet das ganze Jahr was. Auf dem 1 Kilometer langen Campingplatz in Alt-Schwerin suchen Gäste genau das nicht. Und auch für Michael Hecht ist die Ruhe hier ideal zum Arbeiten. Er ist nämlich auch Schriftsteller. Die Straße hoch kam ein Wanderer, der irgendetwas vor sich her. Herr Schump. Seine Romane handeln natürlich vom Leben auf dem Campingplatz. Der Typ transportierte auf einer Sackkarre eine Waschmaschine. Markus fragte, sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles okay ist? Fragte er den Wanderer so. Seinen Augen nicht zu trauen. Der Typ. Und da hat er wirklich in der Waschmaschine obendrauf, Sackkarre, Waschmaschine, auf der Waschmaschine war sein Zelt geschnallt. Und in der Waschmaschine hatte er seinen Schlafsack, Wechselklamotten, ja, und 2 Flaschen Bier für alle unterwegs. Irrer Typ. Und so latscht er durch Deutschland. Und dieser Typ muss unbedingt in den neuen Campingroman von Michael Hecht. Seinen ersten hat er vor 10 Jahren geschrieben, mit dem Titel Der Karawan kommt selten allein. Jetzt wird es Zeit für den zweiten. Das ist Psychotherapie. Er spart den Klempner. Den Seelenklempner. Du kannst ja, wenn du dich geärgert hast oder dich gefreut hast oder ein Erlebnis hast, aufschreiben. Mach draus eine Geschichte. Da hast du entweder den Ärger weg oder du hast den Spaß intensiviert oder du hast eine schöne Stunde verbracht. Weil das ist ja, du steigst ja in dem Moment, wo du schreibst, aus dem realen Leben aus. Und das ist eine ganz extreme Erholung. 245 Seiten hat sein neuer Roman schon, ist längst aber noch nicht fertig. Im Fokus diesmal
Der Wohnmobilboom. Und dann kommen schon die nächsten Geschichten. Ostalgie auf Hechts Campingplatz. Das passiert nicht alle Tage. Läuft. Wunderbar. Moin. So, das ist eure Hälfte. Die anderen, die morgen kommen, haben die auf der anderen Hälfte. Ja, okay. Wir stellen die Wohnwagen immer an die Hecke ran. Ja. Ne? Ist dann nur nicht so schwer. Und die Autos können wir irgendwo verteilen, wie ihr wollt. Die Lage des Platzes, so nah am Wasser, hat die Oldtimer-Freunde aus Schleswig-Holstein zu Pfingsten nach Altschwerin gelockt. Ihre Wohnwagen aus DDR-Zeiten. Ein Queck Junior, Baujahr 1986, aus dem Schrott gerettet, selbst aufgebaut. Und ein Intercamp von 1979. Der war damals nur über Beziehungen zu kriegen oder mit langen Wartezeiten. Genau, so in der Verlängerung von dem. Ich muss ihn ja sowieso mit der Deichsel da hinten. Genau, einfach nur hinten ranschieben. Strom ist zwischen den beiden Wagen dann, Wasser auch. Ja, sehr gut. Anmeldung, Brötchen bestellen heute noch, ja, weil sonst ja. Ist das hoch für morgen. Ja. Den Rest machen wir morgen. Wie viele Brötchen? Ja. Ja, und welche Sorte vielleicht? Im Vergleich zu den neuen Wohnwagen ist dieser Intercamp mit 700 Kilo ein Leichtgewicht. Qualität, sag ich mal. Innen alles übersichtlich, ohne Schnickschnack. Also das Schöne ist halt, du hast ja hier diese schöne Sitzecke, die kann dann komplett zum Bett umgebaut werden. Und das Gleiche ist da hinter euch eben auch nochmal. Hier ist es dann immerhin ja, so 1,90. Das passt bei mir gerade so. Also ich docke da und da an. Und in der Breite 1,40, das ist vollkommen okay. Ist halt kuschelig. Und da ist es halt ja in der Breite 1,20, hat aber für zwei Kinder wunderbar gereicht. Und dann hast du hier große Schränke. Hier haben wir einen Kühlschrank noch mit drin und alles super. Also, kommst du an? Ja, danke. Ein bisschen haben sie ihre Oldtimer aber doch aufgepeppt. So ein Vorzelt gab es vor mehr als 40 Jahren noch nicht. So kombiniert man dann halt die Moderne mit der Ostalgie. Das, was wir haben, ist ja keine Frage von Geld. Das ist halt die Frage von Stil. Weil das tut sich ja auch nicht jeder an. Schade eigentlich, aber ist halt so. Stil hat man oder nicht? Genau. Das ist das ältere Schlafzimmer. Also ich darf die Schuhe anbehalten, weil meine Frau extra so eine Matte da gemacht hat. So viel gibt es ja nicht zu sehen. Das ist halt ein Schlafplatz und zur Not kann man das zum Tisch umbauen. Und das war mal eine Küche, wir brauchten sie nicht. Wir haben so eine Ablage gemacht, und dass wir da unsere Klamotten hinstellen können und ein bisschen was zum Ablegen, ein bisschen Schränke, ein bisschen Heizung, Kühlschrank, Feierabend. Mehr gibt's nicht. Ja? Ich bin da auch reingewachsen und finde das einfach ein tolles Hobby. Ich weiß immer, wo mein Mann ist, ja? Wenn er dann abends mal nicht zu Hause ist. Und nein, das macht einfach Spaß. Gerade weil die Leute dann immer lächeln. Ne? Und klar, das ist Minimalismus manchmal, aber das ist nicht schlimm. Campen wie zu DDR-Zeiten. Diesen Spaß haben sie an ihre Kinder weitergegeben. Für sie heißt es heute Abend zum ersten Mal schlafen auf Papas himmelblauem Trabant. Für Michael Hecht ist längst noch nicht Feierabend. Er ist mit Stammgästen verabredet. 3 bis 4 Mal kommen sie im Jahr. Na, ihr Schattenkinder, sind wir schon wieder im Schatten. So wie immer hört sich jetzt fies an. Denken die Leute, er ist Alkoholiker? Ja, genau. Nee, die denken, ich kriege immer nur einen. Das hat in dieser Runde Tradition. Anstoßen mit selbstgemachtem Lakritz-Schnaps. Ich bin aber so froh, dass ihr da einmal im Jahr kommt zum Trinken. Und sie haben ihn alle gelesen, seinen Campingroman. Es ist so, wie es da drin steht. Amüsant verpackte Wahrheit. So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Also wirklich, das ist, was da drin geschrieben wird, das kannst du wirklich eigentlich auf jedem Zeitplatz erleben. Ich schaffe 2 Seiten und dann schlafe ich ein. Aber jeder kennt einen, dem das passiert ist. Definitiv. Also genial. Das ist echt top geschrieben. Ja, Schnaps macht ehrlich, ne? Ja. Eine angenehme Runde, wo man dummes Zeug quatscht und dann wieder geht. Und dann ziehen die einen überher, wenn man weg ist und alles gut. Na, wir, ne? Dann wieder mal einer. Ja. Lust. Ab 22 Uhr ist hier Nachtruhe am Plauer See.
10 vor 10 in Kühlungsborn. Im Sommer ist im Campingpark jedes Wochenende Halligalli. Mal Disco, mal Liveband, aber auch Festivals am Strand. Metallbauer Björn nutzt den Moment mit Campingparkchef Gunnar Lange. Einen Rabatt für Dauergäste fände er cool. Wir handeln tun wir heute Abend bestimmt nicht mehr. Der Chef freut sich, weil auch viele Mitarbeiter nach Feierabend gekommen sind. Wenn hier was los ist, sind auch alle Mitarbeiter da. Also viele. Das machen wir immer so. Das schweißt das Team schön zusammen. Ab 22 Uhr ist aber auch im Campingpark, zumindest musikalisch, Ruhe. So, was geht ab? Hi, herzlich willkommen. Malika und Martin hier. Und zwar, wir haben eine kleine Wette am Laufen, eine kleine Challenge. Vielleicht kannst du mal in die Kommentare schreiben, was du denkst, wer besser ist. Und zwar, wir beide wetten um ein Eis. Und das Eis werden wir uns nachher richtig gönnen. Wer besser Dart werfen kann. Hier haben wir gerade Dart gehabt auf der Animation. Und deswegen haben wir hier ein paar Dartpfeile und werfen mal auf die Scheibe. Wer besser ist, gewinnt. Und wer schlechter ist, muss das Eis bezahlen. Okay? Ich weiß gar nicht, wie man sich hinstellt. Ja. So? Genau, stell ich einfach so hin. Ich mache mal den Fuß so ein bisschen seitlich. Eins und... Okay, und los. Martin und Malika müssen auch am Partywochenende ihre Fangemeinde im Blick behalten. Neueste TikTok-Challenge. Und? Nein. Ha, ich würde mal sagen, ich habe das Eis gewonnen. Oh nein, ich wollte auf die 20 werfen. Die Malika hat 13 Punkte geworfen, ich habe 0 geworfen. Ich wollte auf die 20 werfen. Das heißt, du hast das Eis gewonnen, hast sie verdient. Ja. Und dann gehen wir gleich Eis essen. Und da vorne sind die, ne? Auf dem Weg zum Kiosk schnell noch ein bisschen arbeiten. Moin Jungs und Mädels, hallo. Na, herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Ja, gut. Vielleicht sieht man sich ja dann. Ja? Genau, nachher mit dem Speedboot vielleicht nochmal fahren. Wie lange haben die offen? Die Animation? Das Fitnessstudio hat ungefähr heute bis 17 Uhr auf. Kostet glaube ich 5 Euro pro Person oder so. Kann ich nur empfehlen, ist richtig gut. Wir trainieren da auch viel und ja, ist ganz schick. Die Camper aus Niedersachsen bleiben 4 Tage. Wir haben hier drinnen noch einen Kühlschrank mitgenommen. Damit wir regelmäßig kalte Getränke haben. Da haben wir halt alles mögliche Grillfleisch und auch halt unsere Getränke so drin, dass wir halt kaltes Bier haben und so weiter. Das ist hier nur unser Lagerzelt oder bei Regen sitzen wir hier halt auch drin und schlafen tun wir halt hier hinten in der Kabine. Und die ist etwas unaufgeräumt, aber hier haben wir jetzt halt unsere Schlafplätze drin. Sein Kumpel hat die Luxusvariante. Und genau, hier sind einmal die Kabinen von mir, mein Bruder. Meine ist jetzt hier. Ist nicht ganz aufgeräumt, aber ich denke mal, beim Zelten so kann man das vertreten. Jetzt erstmal Frühstück mit Prosecco und Bier. Auf dem Campingplatz in Alt-Schwerin. Sabine ist seit 5 Uhr morgens für die Frühstücksbrötchen im Einsatz. Die Camper haben gestern gut bestellt. So viel zu tun hat sie hier sonst nur in den Sommerferien. 370 helle Brötchen habe ich gemacht, 96 Körner, 72 Roggen, 18 Rosine und 42 Croissants. Da kommt bloß ein Ticken mehr rauf in den Ferien, aber es ist schon viel. Also Kühlung ist quasi leer. Aber wie sagt schon ihr Chef Michael Hecht, die Frühstücksbrötchen sind das A und O im Campingurlaub. Sorgen für gute Stimmung. In 2 Stunden sind alle Brötchen weg. Milch und Marmelade verkauft sie auch. Sabine kommt aus Alt-Schwerin, macht den Job seit einem Jahr, 6 Tage die Woche. Am 7. übernimmt der Chef. Den kannst du schon mal behalten. Warte. Arbeitseinsatz bei den Dauercampern aus Halle. Holgi will heute sein Vorzelt fertig kriegen. Edles Holz statt Wiesenboden. Um die 700 Euro kostet die kleine Schönheitskur. Der Platz ist für Mario und Kumpel Holgi
wie ein zweites Zuhause. Es gibt Menschen, die brauchen ständig was Neues. Aber wenn man im Berufsleben selber sehr angespannt ist, dann freue ich mich zum Beispiel. Wir setzen uns ins Auto, wir fahren hierher. Und sobald man ins Auto einsteigt, ist es eigentlich, man fährt an einen vertrauten Ort. Man muss nichts Neues kennenlernen, sondern man fährt sich einfach nur, ja, man entspannt. Man fährt sich einfach nur runter. Und das ist das Angenehme. Und er hat mich halt eben verleitet zum Camping und zum Bootfahren und zum alles. Ich habe seine Hobbys mit angenommen sozusagen. Ja. Mario kennt den Campingplatz schon aus Kindertagen und hat inzwischen auch die Ehefrauen mit dem Campervirus infiziert. Ich hatte sonst früher nie was mit Camping am Hut gehabt. Gar nicht, überhaupt nicht. Meine Eltern haben das nicht gelebt gehabt und Mario hat mich dann dazu mitgenommen. Genau. Und seitdem, nun sind es ja auch schon wieder 5 Jahre, überzeugt. Bin ich auch dabei. Genau, überzeugt, ja. Und das haben wir ja auch gesehen, wie schön es hier ist, als wir noch nicht Dauercamper waren. Waren wir ja auch ab und zu hier und es ist einfach wie Kurzurlaub. So Leute, was geht ab? Mein Name ist Martin mit ganz vielen netten Leuten hier. Und zwar, wir machen heute Tauziehen mit richtig vieler Mannes- und Frauenkraft. Und mal gucken, wer stärker ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Team Martin oder Team Luca? Okay, wir fangen an. Wir fangen an in 3, 2, 1, los! Yo! Go! Und zack! Go. Zack! Wer im Netz erfolgreich sein will, muss täglich posten. Jawohl, sehr gut! 250.000 Follower wollen schließlich unterhalten werden. Aber es war sehr anstrengend. Okay, bis zum nächsten Video. Moin. Moin. Moin, schöne Pause. Wollen wir einen Kaffee holen? Ja. Hierher in die Kantine des Campingparks nehmen sie ihre Follower nicht mit. Die Animateure wollen ihre Frühstückspause genießen, in Ruhe. Sehr schön. Willst du Hafermilch dazu? Mhm. Können wir gleich rausnehmen. Also wir haben hier 2 Kühlschränke, auch einmal für uns, für die Animation und für die ganzen Mitarbeiter. Und wir trinken gerne den Kaffee mit Hafermilch zusammen. Nee, müsste da einmal ran. Hier ist noch ein 2. Kühlschrank. Perfekt. Ist aber nicht mehr so viel drin. Tschüss. Schöne Pause. Danke. Wie einige Mitarbeiter wohnen auch Martin und Malika vorübergehend auf dem Campingplatz. So, oh, ist schon schön, ne, mit den Pflanzen hier. Mhm. Cool. Wohnraum und dann noch bezahlbar, direkt in Kühlungsborn. Damit punktet der Chef bei seinen Mitarbeitern. Schön. Ich hatte tatsächlich gar nicht so eine große Wohnung in Hamburg, eine Einraumwohnung. Und Martin in der WG gewohnt und von daher war das gar nicht räumlich so eine große Veränderung. Es reicht auch komplett für 2 Leute. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir sind den ganzen Tag draußen mit den Gästen, mit den Kindern unterwegs und zu Hause ist schon gemütlich. Ein gemütliches Nachhausekommen. Von daher ist genau das perfekt, was wir brauchen. Ja. Hier ist ganz gut, ne? Ja. Gut. Wir arbeiten das mal so. Und Frauenkraft. Und mal gucken, wer stärker ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich habe das immer gemocht, wenn wir auf der Straße immer die ganzen Kiddies kommen und so, wir zusammen mal irgendwelche Projekte verwirklicht haben. Und dann ist ja der TikTok der große Hype gekommen. Sind wir auf TikTok rübergegangen oder ich auf TikTok rübergegangen. Und ja, es ist schön, hier im Park die Anerkennung zu sehen, weil die Kiddies kennen einen. Also du kommst hier, hey, du bist doch der von TikTok oder so. Das ist ganz schön. Und Geld, weiß ich nicht, paar Euro, aber dafür machen wir es nicht. Das Schöne ist dann, wenn man dann mit einer Firma zusammenarbeitet, dann kann es schon mal sein. Aber sonst, das ist überhaupt nicht der Hauptgrund. Wir haben ja keine Geldprobleme. Wir machen das wirklich nur aus Spaß. Weil die beiden ein Zuhausegefühl haben wollten, haben sie es sich auch draußen schick gemacht. Malika ist heute beim Kinderschminken eingesetzt. Das hat sich die 28-Jährige für den Job selbst beigebracht. Das Gute ist, wir haben uns aufgeteilt auf Kinderanimation, Jugend- und Erwachsenenanimation. Und ich bin eigentlich überall gerne mit dabei. Ihr Freund Martin ist gerade auf der Suche nach Kunden fürs Fitnesscenter. Ja, cool, da oben ist das Spa. Da ist Fitness. Richtig schöne Ausstattung. Jeder selber mehrmals trainieren. Pro Woche muss ich ja auch für den Job. Ne? Du musst ja fit sein. Danke dir. Gerne, gerne. Super.
Sehr gut, guck mal, da sieht man schon einen breiten Rücken hier, ey. Krass. Warst ja auf der Sonnenbank, ne? Ich muss das noch. Sonnenbrand ist auch die Falle, also ich will noch länger bleiben. Und bei dir? Sehr gut. Perfekt. Schön 15 Übungen, 3 Sätze und dann immer schön zurückziehen. Genau. Perfekt. Ich sage euch mal was ganz Geiles, was ganz Neues. Unser Chef hat was ganz Besonderes eingekauft. Und zwar rechts und links Massagesessel. Premium von Premium. Richtig gut. Kannst dich reinsetzen, kannst dich schön massieren lassen. Und auf der linken Seite haben wir sogar Massagesessel mit Ferrari, Digga. Richtig schön. Kann ich nur empfehlen. Super entspannt. Super toll. Sieht aber schon richtig gut aus, ne? Ja, sowas rechtest du nicht auf dem Campingplatz normalerweise. Nee, das überhaupt nicht, ne? Das ist Luxus. Schön, In Alt-Schwerin haben die Dauercamper Mario und Holgi den Vorzelt-Holzboden verlegt und ihren ganz speziellen Luxus im Blick. Sie wollen ihre Frauen mit E-Bikes verwöhnen, ganz modern. Bei ihren Wohnwagen sind sie da eher bodenständig. Ohne Brille, blind wie Maulwurf. Ein Wohnwagen, 20 Jahre, 25 Jahre, solange wie das Ding dicht ist. Und man nicht immer nur das Neueste haben möchte, was jetzt die Optik anbetrifft oder eine Farbgebung. Warum? Der erfüllt seinen Zweck. Wichtig ist, ich sag mal, die wichtigste Neuerung für die Dinger waren, dass die eben alle Ausstellfenster kriegten zum späteren Zeitpunkt. Das ist heute Standard. Hatte man früher nicht. Da gab es nur vorne und hinten ein Ausstellfenster. Aber jetzt, wie gesagt, die Wohnwagen, die meisten, die hier stehen, 20 Jahre und älter. Und den sieht man es nicht an. Lauert hier die nächste Roman-Episode? Oh, gibt es hier auch für Erwachsene? Da steht drauf, maximal 120 Kilo. Bin ich noch drin, mein lieber Micha? Meinst du, ja? Bin ja schon entdeckt, ey. Da guckt da, maximal 120 Kilo. Damit könnt ihr gar nicht losfahren. So. Okay. So, denn. Das schaffen wir schon, aber die Kiste Bier passt nicht mehr drauf. Ja, die hast du doch schon. Na, warte. Michael Hecht fährt auch Rad. Allerdings tatsächlich nur per Muskelkraft. Auf einem Rad, das mal ein Camper dagelassen hat. Und übrigens, bei Hecht gibt es wirklich Hecht. Wie viel hast du? Ein? Ja. 65, ja. Dauercamper Dieter hat mal wieder einen aus dem Plauer See geholt. Ja, ja, man fängt schon noch. Aber wie gesagt, vor 30 Jahren, wenn wir eine Abcamp-Party gemacht haben, dann haben die Frauen gesagt, holt uns mal 3 Hechte. Sind wir rausgefahren und haben 3 Hechte geholt. Das kannst du nun nicht mehr. Ist das glauben oder nicht, die verschenkt er. Wir essen kein Hecht. Gut, als Fischsuppe ja, aber ansonsten nicht. Der Vetter nach Norwegen holt sich den. Der ist besser. Das ist jetzt ein Hobby. Naja, und wenn die Barsche nachher kommen. Und so schön rumschmaddern wie auf dem selbstgebauten Fischputztisch kann er in seiner Neubauwohnung im Brandenburgischen auch nicht. Auch deshalb sind die beiden fast jedes Wochenende hier. In Kühlungsborn reisen die ersten Gäste ab. Pfingsten ist geschafft. Hallo, haben Sie schon ausgecheckt? Karten abgeben? Ja. Können Sie bei mir machen. Brauchen Sie gar nicht mehr rein in die Rezeption, da stehen nämlich schon so viele an. Dann mache ich das mal für Sie. Den brauchen wir nicht. Steht ja alles auf der Karte drauf. Okay, gute Heimfahrt, ne? Und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Abreise ist hier bis 10 Uhr. Wir sind ja auch noch ein bisschen kulant, ne? Es ist ja nicht leicht. Da müssen Sie auch nachzahlen oder so, ne? Das müssen Sie nicht dann. Aber bis um 11 Uhr müssen Sie ganz einfach runter sein, weil die Neuen auch rauf wollen und weil wir ganz einfach die Plätze auch pflegen müssen auch noch. Ne? Auch Björn packt zusammen, obwohl er noch 2 Tage länger gebucht hatte. Wenn es regnen soll, über Nacht, bevor ich hier alles nass habe, haue ich jetzt schon ab. Um die 10 Mal war er mit diesem Wohnmobil schon hier. Zeit für was Neues.
Wir wollen, ja, weil wir haben ja zwei Kinder und da drin ist halt nur Platz für, ist halt nur ein großes Bett. Und wahrscheinlich wollen wir noch ein, also dass du zwei große Betten hast. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ist auch immer alles sehr teuer, ne? Quasi. Fakt ist, einmal Camper, immer Camper. Ja, aber dass ich jemals ein Camping-Ding hätte ich auch nie gedacht. Also, da hat das immer so belächelt, ne? Wenn die alle, die Holländer auf der Autobahn sitzen, ich gehe Wohnanhänger. Und jetzt hat man selber sowas, ne? Wenn er im nächsten Jahr abreist, könnte hier schon das neue Auscheckgebäude stehen. Und damit der Park seinen Namen auch weiter verdient, sollen in Zukunft noch etliche neue Bäume dazukommen. Für Campingparkchef Gunnar Lange kann die Saison so weitergehen. Er wünscht sich, dass die Gäste einen schönen Sommer hier haben, eine schöne Saison hier haben. Die Vorsaison war schon megamäßig, sind wir super mit zufrieden. Ja, wir wollen natürlich immer weiter alles ausbauen hier, ne? Größer werden, besser werden. Sein Plan, auch im nächsten Jahr der beliebteste Campingplatz Europas zu sein. Dann zum dritten Mal in Folge. Dann habe ich hier noch frei die A8. Die A8 ist frei. Da müsste eigentlich jemand stehen. Aha, da fängt das schon an. Ja, das wäre ein Wunder, wenn alle das machen, was sie sollen. Das wäre ja was ganz Neues. Gibt es nirgendwo im Leben, dass alles so klappt, wie man das plant. Moin. Morgen. Wisst ihr was, ob die Nachbarn weggefahren sind oder so? Die A8? Ja. Da steht keiner. A8 ist frei, warum auch immer. Ach, das bei uns ist die belegt, bezahlt. Und dann müssen wir mal uns auf die Suche machen, was das sein kann. Ansonsten sieht das hier richtig gut aus. Richtig schön, ordentlich. Wenig Chaos. Viel weniger Chaos als woanders. So, das war auf ja, den Namen. Ja, ich würde auch gern für nächstes Jahr wieder rufen. Drohung? Ja. Okay, wenn dann. Wenn ich da. Wir gucken mal. Wo stand der? D12, ne? Ja. Einmal Reservierung für das nächste Jahr. Tüdü. Schlüssel haben wir, Geld haben wir, Buchung haben wir. Bis die Tage. Schöne Tage noch und bis den nächsten Mal. Bis die Tage. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Und kommt gut nach Hause. Das hoffen wir auch. Bis denn. Alles blau. Wir machen blau, ne? Guck mal, hier machen wir gelb. Den muss ich nachher noch nehmen. Neben der ungeplanten Lücke A8 gibt es auf seinem Plan aber immer mal gewollte Lücken. Also ganz ehrlich, ich hab's immer gerne so wie hier, wenn ich noch ein Loch übrig habe, dass ich keinen wegschicken muss. Also ganz voll ist doof. Hast du eine Familie, stehen mit Kindern und schickst die auf die Straße, ist nicht schön. Also ist immer gut, wenn noch ein, zwei Löcher sind, wenn nicht ganz voll ist, dann bin ich zufrieden. Tschüss, ciao, ciao. Das Pfingstwochenende in Alt-Schwerin und Kühlungsborn. Ein erfolgreicher Start in die Campingsaison. Ganz gleich, ob nun mit oder ohne Halligalli.